Das ist jetzt eine ganz tolle Paste. Das ist Enthaarungscreme. Das darf ich schmieren. Boah, ist das kalt. Bist du deppert. Glaubst du, dass die Verletzung jetzt im direkten oder wie sagt man, im kausalen Zusammenhang mit deiner Vorverletzung steht? Ja, das ist immer so eine Frage. Ich denke schon, es bleibt ja immer was übrig. Also von einer. Das ist ja nicht messbar, was übrig bleibt teilweise bei den gewissen Verletzungen. Und es ist so, dass ich am linken Fuß einfach sehr viel abgekriegt habe schon in dieser Phase. Auch der linke Bein da diese Unempfindlichkeit habe, also das Schimpern nicht so gespürt. Und ich weiß ja aus den Trainingserfahrungen, dass ich sehr wohl sehr oft zu viel Druck gehabt habe am Schienbein, weil ich das nicht gespürt habe. Also ich drücke zu viel drauf am Schuh. Und es ist leicht möglich, dass das auch diesmal ein bisschen mitgespielt hat. Ja. Dass dadurch sozusagen das der Auslöser war, dass ich da beim Sprung gelandet bin, zu viel Druck gegeben habe und kann sein. Aber das da habe ich mich jetzt außer mit dieser Frage bisher noch nicht beschäftigt. Der klare Fall ist, dass er sich bei diesem Sturz, nachdem er eben verschnitten hat beim Landen, sich den inneren Meniskus abgerissen hat und dieser ein Teil davon klemmt jetzt ein und dadurch kann er nicht axial belasten. Wenn wir jetzt dann arthroskopieren und eben diesen Teil, der wahrscheinlich nicht anheilbar ist, kappen, das heißt, sollte eigentlich die Mechanik sozusagen wieder in Ordnung kommen, würde er ganz normal rehabilitieren und eigentlich so zwischen 14 Tagen und 6 Wochen wieder normal belastbar sein. Was machen Sie heute genau? Könnten wir das so im trockenen Training einmal zeigen? Im trockenen Training zwei kleine Löcher. Eines für das Arthroskop, also für die Kamera, und das andere für ein Arbeitsinstrument. Das ist entweder eine motorisierte Fräse oder ein Nähgerät oder eine Stanze, mit dem man dann den Meniskus, der jetzt dann nicht an Ort und Stelle ist, wo er hingehört, wieder dorthin kommt, wo er sein soll und anheilen muss. Okay. Klingt kompliziert, ist es aber für Sie nicht. Routine. Hoffentlich. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt sehe ich sozusagen den Operationsrennanzug an. Der Operations-Race-Suit ist das. Der ist zwar nicht so eng wie der Skirennanzug, aber. So. Macht man das gut. Ah, Kopf durch, schau. So, sitzt schon. Vielleicht geht das, gell?